Hallo Freunde, hier ist Bullet, Daniel the Dog und ihr seht Stichpunkt TV. Echt jetzt? Ja, du machst die Augen zu, das ist der Wasser jetzt und dann machst du die erst auf. Ah, okay, ja, den kannten wir da, aber den kann ich bis jetzt noch nicht. Ja, und dann ne, hast du halt genau in dem Moment die Augen gerade auf. Okay. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht guckst wie Puh, wenn es dann öffnet. Ja, ja, logisch, logisch. Also ich hatte auf jeden Fall. Schatz auf jeden Zug. Kommt der Chaba nochmal zu mir? Ja. Kleine Maus, komm her zu mir. Komm mal her zu mir. Hast du ein Nickerchen gemacht? Ja, der ist noch ein Baby, der muss. Ja, muss ich komm her, mein Schatz, bist du müde? Och. Das wird mal. Auf jeden Fall ist du ruhiger. Oh, gemächlich. Gemächlich bist du. So. Gediegen. Baby, 4 Monate. Ja, total süß. Die weichsten Öhrchen der Welt. Oh. Maß, ne? Okay. Und das Erstschulen, also ich habe auf jeden Bild gekaspert, ja, es gab manchmal so ein bisschen anders vorgestellt. Das war aber nicht Tobias Dittmer Schule, sondern meine Schule. Klar, ja. Du musst dich ja auch erstmal irgendwie orientieren, ne? Aber die Hunde hatte ich ja mit, ja. Und von denen hatten wir 2 richtig gute Bilder. Und dann die habe ich mir später angeguckt, habe ich gedacht, okay, weißt du was? Daraufhin rief ich ihn an und sagte, hier, Dittmar, lass uns noch mal treffen. Lass uns die Kombination machen. Mit mir und den Hunden. So wie jetzt, so wie ich mit den Hunden schmus und ja. Dann warst du natürlich in deinem Element, ne? Da war ich noch überhaupt nicht an Seite gedacht. Es ging für mich nur ums Private. Ich wollte für mich ja, privat. Ja, es ist immer schön, wenn man schöne Bilder, gerade dann mit den Tieren, ne, dem, was einem wichtig ist. Genau. Ist das auch genau. Nee, das ist nicht von ihm. Das ist schon relativ 4 Jahre alt oder so. Aber das sieht man halt auch, du bist sofort in deinem Element. Das sieht man ja jetzt auch, ne? Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, das ist auch eins meiner Lieblingsbilder. Mhm, ist auch sehr schön. Und dann haben wir ein paar Bilder mit den Hunden gemacht, wie ich halt die Hunde so küsse oder so wie hier, ja. Und da sind ein paar richtig gute Knaller rausgekommen. Ja. Die sind auch sehr erfolgreich. Das sind eine unserer erfolgreichsten Bilder. Letztens bekam ich eine E-Mail aus Augsburg. Oh! Ich kann mal was sagen. Bekam ich eine E-Mail aus Augsburg, ne, schon her, eine Woche, von einer sehr, sehr netten Frau. Und die hat eins der Bilder, die wir damals gemacht haben, im ersten Shooting, hat sie sich komplett als Leinwand, ach was, also richtig, richtig, ich weiß nicht wie groß, aber schon so ein Ding in ihr Wohnzimmer machen lassen. Und sie hat sich bei mir dafür bedankt. Ich habe mich bei ihr natürlich genauso, das ist mir eine Ehre. Ja. Also ich war in Augsburg, sind 400 Kilometer knapp. Und finde ich natürlich obergeil, wenn Leute unsere Arbeiten, so wo ich hässlicher Eierkopf noch mit drauf bin, ja, dass sie sich das so was. Schweinchen schlau, oder? Ja. Ja, sich ins Wohnzimmer hängen, das ist mir dann eine riesen Ehre. Da habe ich mich sehr, sehr schön darüber gefreut. Das ist schon cool, ne? Und wie kam das denn? Also, wie gesagt, das zweite Studium war dann etwas erfolgreicher. Und auch für dich hast du dich ja wohler gefühlt, dass Hunde dabei waren. Und wann kam es dann mit der Seite? Du sagst, das wolltest du gar nicht. Hat dich da irgendwer gezwungen? Sagen wir so, ich habe nicht dran gedacht. Ja, also ja. Wir haben uns dann immer wieder getroffen. Der Tobias Dittmar hat ja eine Seite. Und der hat dann die Bilder immer peu à peu rausgehauen. Und die kamen bei ihm sehr gut an. Ja. Und wir haben dann, glaube ich, ein halbes Jahr. Wir haben uns dann auch privat auch angefreundet. Also wir haben richtig geil zusammen gearbeitet. Aber wir haben uns halt auch sehr, sehr gut menschlich verstanden. Ja. Und es hat einfach alles gepasst. So, ja. Ich hatte Ideen, er das können. Ja, das hat so harmoniert einfach. Ja. Ja. Ich habe ihn dann alle 2 Tage angerufen. Boah, was bin ich mir auf den Keks gegangen. Ey, du, ich habe eine neue Idee, wir machen das so und hier und da. Und dann und er war immer direkt am an der Brücke. Ja, er fand es aber geil. Cool. Ja. Ja, sehr cool. Ja, und boah, jetzt hat er aber eine. Oh, oh. Pui, ey, das riecht mir jetzt. Ja. Immer der Hund, gell? Ich habe dir gesagt, wenn ich pupse, dann müssen wir kurz schneiden. Schneiden wir später raus. Oh. Das war es denn nicht, gell? Nee, war nicht. No, Gott sei Dank. Okay. Wir haben es nicht gehört. Whatever. Du bist unschuldig. Und dann haben wir so 6 Monate lang immer so einmal im Monat ein Schuling gemacht. Dann haben wir so die Besten halt geschickt. Und waren schon richtig geile Dinger dabei, auf alle Fälle. Ja. Man freut sich einfach, wenn man schöne Bilder von sich hat. Ja, was hast du? Das habe ich in 30 Jahren immer noch. Ja. Weißt du, was ich meine? Und er fing dann an, weil ich habe ich immer als Türsteher gearbeitet und das hat mir halt, ich wollte einfach beruflich irgendwas Neues machen, ja.
Ich hatte nicht mehr die Geduld an der Tür, ja, es ist so müßig, es ist immer dieselben Affen, mit denen diskutieren oder so, um 5 Uhr morgens und sonntags bis den ganzen Tag Game Over. Und es ist auch ein Unterschied, ob du 23 bist als Türsteher und diskutierst mit 30, 35-Jährigen, die kannst du noch irgendwie respektieren. Ja. Oder du bist selber 35 und diskutierst um 5 Uhr morgens mit einem 19-Jährigen, ja, der schon vor 2 Stunden rausgeflogen ist und da im Kreis kaspert, ja, und dich vollbabbelt. Ja. Ja, also es war wirklich, ich hatte keine Lust mehr. Ja, es klaut einem auch so die positive Energie, ne? Irgendwie. Ja, aber kann auch, ich mir vorstellen. War schon manchmal so genervt, ja. Und und der Dittmann fing dann halt immer an, so, Danny, mach dir eine Seite, du brauchst auch eine Seite, guck mal, wie die Leute abfahren auf die Bilder. Und ich meine, ja, und wie wollen wir das nennen? Wie wollen wir die Berufsbezeichnung nennen? Und ich sage, ja, Tattoo-Model. Und ich sage, ey, guck mich doch mal an, ey. Das ist ja auch so ein Kasper Kullerkopf, ja? Also kannst du mich ja hier nicht als Model bezeichnen. Sehr hohe Meinung von dir. Also, schlau, Kasper Kullerkopf. Weißt du, was ich meine? Sehr geil. Und der Model verstehe ich jetzt hier, was du so in der Werbung siehst, ja, bei Davidoff oder so, der Typ, der da aus dem Wasser springt, ja, aber cool, aber das habe ich nichts mit zu tun, ja. Dann sieht man hier wenigstens. Und ja, da hat er gesagt, nee, du hast einen Charakter, ein bisschen, was heißt verlebt, aber man sieht dir an, dass du gelebt hast, ja. Und Schätze, jetzt kommst du mir nicht. Gesicht, du hast auch gelebt. Noch ganz schön lange. Und der Nerv hat dann sich schon. Ja, was ist denn da los? Und also ich habe mir dann irgendwann gedacht, weil ich habe ja die Resonanz gesehen auf seiner Seite, wie die Bilder ankamen. Ich dachte, ja, so, komm, was wäre das? Hast du noch wieso nicht? Probieren wir es einfach. Ja. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen das. Aber mach du das bitte. Ich habe von Internet, allgemein vom Computer, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen schreiben kann, ohne Scheiß, ey. Ich kann vielleicht seit einem Jahr E-Mails schreiben oder so, ja. Also wir haben die Computer gehabt bei mir, also, ja, ohne Scheiß. Also das ist auch nicht, ich habe mich auch nie interessiert. Adler-Suchsystem. Ja, ohne Scheiß. Also ich war immer so der Typ, der draußen ist und Sport und hin und her, so mit Technik. Ja, habe ich es noch nie so gehabt. Und zumindest habe ich gesagt, okay, wir machen die Seite. Probieren es einfach mal. Aber du machst das alles. Du schreibst die Texte, du suchst die Bilder aus. Ja. Ich überlasse das vollkommen dir. Ach, er macht das auch immer? Nee. Ach, das so war nur so die erste Woche. Ja. Also ich habe ihn komplett. Wir hatten 20 gute Bilder. Und er hat die ersten selektiert, ausgesucht und hat auch die Texte. Es wird gesagt, Mann, da gab es noch keine Texte. Da stand dann nur, ich glaube, es waren nur Bilder. 5 Bilder. Und als es dann aber so geknallt hat, dann fing dann an, die Jungs aus Frankfurt, die haben das gesehen. Und haben sich revanchiert, also so die Künstler, die Musiker. Ja? Und so, okay, Danny, der war immer parat, wir kennen ihn lange, der war bei unseren Videos dabei, hat uns repräsentiert. Und da haben sie halt meine Seite geteilt. Geht mal auf Danny the Dog hin und her. Und das hat richtig geknallt. Das war, glaube ich, in 3 Tagen 4.000 Likes. Oder krass. Ja. Damals habe ich das noch nicht so richtig realisiert, weil ich mich auch damit gar nicht ausgekannt habe, mit Like hier und Bibifax und was weiß ich was. Ja. Und Tobias Dittmann hat sich dann für die Likes bedankt. Ey, ihr seid der Wahnsinn, vielen Dank für 1000, 2000 Likes, was weiß ich was. Ja. Und dann haben mich ein paar Jungs angerufen und gemeint, Danny, das hast nicht du geschrieben, gell? Ich meine so, nee, man merkt, das ist nicht deine Wortwahl. Ne? Ah, ja. Ich rede aber jetzt wirklich nur von den ersten 10 Tagen der Seite. Achso, und dann war es an der Zeit, dass du es selber in die Hand nimmst, damit es deinen Stempel trägt. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, das ist schon meine Seite. Die Leute wissen ja nicht, dass ich mich da nicht persönlich bedanke, ich dachte, komm, da hat es mir auch angefangen Spaß zu machen. Mhm. Ja. Es hat aber trotzdem, glaube ich, noch 6 Monate oder 7, 8 Monate gedauert, bis ich den ersten richtigen Text von mir selber dazu veröffentlicht habe. Ja, mir ist auch aufgefallen auf der Seite, da steht Street Poetry bei jetzt auch. Also Tattoo Model, ich glaube, das mit den Videos steht dabei. Ich glaube, Tattoo Model und auf jeden Fall Street Poetry. Ja, richtig. Ist das, was du denn, also diese Texte, die du dazu schreibst, nennst du als Street Poetry? Ja. Ja? Ja. Ja, die sind auch teilweise sehr, sehr lyrisch, ne? Und also immer sehr positiv. Ja, manchmal nicht. Also das ist der letzte Post. Es ist schon melancholisch. Der letzte Post war, ich will nicht sagen süß, aber wo du dann geschrieben hast, tut mir leid, dass ich letzte Woche so negativ das war. Das war mir echt unangenehm. Ja, das fand ich total schön irgendwie. Also echt herzlich einfach. Und also, echt irgendwo. Ja, also die Seite ist definitiv echt. Also überall, wo Danny the Dog drunter steht, das ist ja, das hab ich komplett auch von mir. Ja. Vom ersten Blick an. Man muss dazu sagen, dass ich halt früher in früheren Zeiten, wo es mir halt, ging es mir lange Jahre nicht gut. Ja, war ich sehr oft traurig oder
bisschen, sagen wir mal, planlos durchs Leben. Ich wusste nicht, wohin, was soll aus mir werden. Oder ich habe auch viel Ärger gehabt. Halt. Alles selbstverschuldet, muss ich wirklich sagen. Also will ich keinen in die Schuhe schieben. Ja, alles der Depp selber, ja. Aber in der Zeit war ich sehr viel zu Hause. Klar, wenn es einem nicht gut geht, man zieht sich zurück. Mhm. Ja, machst du nicht draußen rum, sondern also es ist bei mir, wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht so viel unter Leute, bin ich zu Hause. Ja, das ist normal. Phase, ja. Und habe halt nächtelang wirklich nur geschrieben. Also die Themen, die mich belastet haben, sei es Liebeskummer, oh, die waren mir aufs Herz gebrochen. Ja, mhm. Oder ich hatte auch andere private Probleme, wo ich jetzt nicht weiter drauf eingehen möchte. Aber das war mein Ventil. Ich habe dann zu Hause gesessen und habe wirklich 2, 3, 4, 6 Stunden lang am Stück geschrieben. Immer denselben Beat. Ja, immer auf Repeat. Ey, oh, die haben Nachbarn. Und ich dachte, du bist Banane. Er hört seit 3 Stunden, seit 5 Stunden dasselbe Lied. Ach, du hast dann, wenn du sagst Beat, also du hast dann Musik ohne Texte gehört und derselbe genau. Hast du geschrieben. Genau. Am Anfang war das noch so ein bisschen Hip-Hop-Richtung. Hast du es auch eingesprochen? Also gerappt? Ganz früher mal. Also es war also eher. Aber das war mehr so ein Weg, um da reinzukommen. Ja, so. Okay. Ja, mittlerweile mache ich das, höre ich auch keine Beats mehr, sondern einfach ruhige Lieder. Mhm. Und auch nicht auf Deutsch, weil mich das ablenkt. Ja. Wenn ich die Jungs so, die ich schon so feiere, wenn ich die selber höre, man hört ja doch irgendwo hin, ne? Genau. Und das lenkt singt mich dann im Kopf mit und auf einmal steht da der Text so genau. Mit, so. Toll. Also, genau. Bei Englisch geht's. Englisch, ja. Ich kann zwar gut Englisch, ja, aber dann, man übersetzt da nicht alles, man lässt es einfach so laufen. Ja. Das war mir früher bei den Hausaufgaben auch so. Ja? Wenn ich Englisch Hausaufgaben mache, dann musste ich immer irgendwie Musik ausmachen, weil im Radio viel Englisch wirkt. Okay. Und zumindest habe ich in dieser Zeit, das waren so 10 Jahre, da hat so viele Texte entstanden. Ich habe da hinten einen Ordner. Was heißt Ordner? Der passt nicht in meinen Ordner. Das ist wirklich so dick. Ja. Das sind Texte, ich habe sogar noch meinen allerersten. Ja. Aber den würde ich niemals verändern. Voll assi. Voll aggressiv, ja. Aber ja, nee. Das war, musste nicht so gut gehen. Es fing aggressiv an, wurde dann immer so melancholischer. Und irgendwann war ich halt wirklich, dann war ich wirklich sowas von fertig. Und es sind so krass traurige, diepe, düstere, aber echte Texte. Da sind Tränen drauf, dass die Schrift verwischt, ja. Die kann ich heute, die würde ich auch niemals veröffentlichen. Ja, also die sind nochmal ein ganzes Stück tiefer ins Herz als die ich rausbringe, weil die sind mir einfach zu intim. Die sind für mich. Ja. Und sonst für keinen. Ja. Und die nutzt du dann, also um die Bilder teilweise dann einfach zu betiteln, also zu beschreiben oder irgendwie deine Gefühle und die Bilder ergeben dann diese Seite sozusagen. Um so ein Bild von dir nutzen. Mein allerbester Freund, den zeigte ich damals. Dem ging es damals sehr schlecht. Ja. Der war bei mir und ich hatte schon so 2, 3 Bier hatte ich damals drin und dann war ich ein bisschen mutig, habe gesagt, hey, weißt du was, guck dir mal, was hältst du davon? Mhm. Das war wirklich mein ältester Freund, den kenne ich, seitdem ich 3 Jahre alt bin, ja. Und der hat sich 2, 3 Texte durchgelesen und hat angefangen zu weinen. Ja, das sind ja auch Sachen, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, die man dir jetzt auf den ersten Blick nicht zutraut. Also wenn man das nicht denkt, also nicht zutraut, weil du es nicht kannst, sondern einfach, ich wäre jetzt nie darauf gekommen, dass du, wenn es dir schlecht geht, dich hinsetzt und dir auf einmal denkst, ich schreibe das jetzt. Ja. Das ist nichts, was man dir jetzt so auf den ersten Blick zuschreibt, ne? Ja. Das ist aber umso schöner. Wie bist du denn darauf gekommen? Also wie kam dieser erste Impuls? Weißt du das noch? Es kam durch die Hip-Hop-Szene, durch die Rap-Szene halt, ne? Ich hab das ist ja meine Musik, so auch wenn ich es nicht mehr so höre wie früher, aber damals, ich weiß jetzt vor 10 Jahren, war ich halt absolut Hip-Hop, auch mit weiten Hosen und ja. Komplett. Und dann dadurch, dass ich auch öfter in Aufnahmestudios war, wenn die Jungs aufgenommen haben, ich fand das schon geil, ja? Und eine Zeit lang habe ich auch ein bisschen gerappt. Allerdings konnte ich mich damit nicht so anfreunden, weil ich meiner Meinung nach das perfekte Gedicht oder Rhyme hatte. Und ich wollte da kein Wort dran verändern. Und dann habe ich es vorgerappt. Und die Jungs, der Produzent oder andere Rapper, die im Studio waren, die da echt ein bisschen mehr Plan hatten, hat schon gemeint, ey Danny, das ist geil, was du da auf dem Blatt hast, aber es passt nicht da drauf. Es ist zu lang oder es ist zu kurz. Bitte kürze das, mach hier noch ein Wort dazu. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich es gelesen und gesagt, das ist es nicht mehr. Ja. Ich will es genauso, wie ich es hatte. Und ich weiß noch, einer damals, das war ein Soul-Sänger von Kopf an Kopf, dem habe ich damals vorgerappt. Ein voll das diebe Ding, richtig geiles Gänsehaut-Ding. Ja. Und der hat mich angeguckt und er sagt, Danny, du rappst zwar, aber in deinem Herzen bist du ein Dichter. Bleib dabei. Versuche nicht, ein Rapper zu werden, wenn du ein Dichter bist, weil das sind 2 Paar Schuhe. Das ist jetzt 10 Jahre her, ich habe mir das immer noch gemerkt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich
brauche keine Musik. Ich kann sie im Hintergrund hören, aber ich möchte mich nicht von der Musik beeinflussen lassen. Ich schreibe das so, wie ich will. Und wenn der Satz so lang ist, dann ist er so lang. Ob das jetzt auf den Beat passt oder nicht. Ja? Cool. Und ja, das ist. Und so schreibe ich halt mittlerweile. Schön. Ja. Aber inzwischen auch positiver, hoffentlich. Nicht immer. Man hat schon so seinen bestimmten. Die Sache ist die, ja. Also ich kann ganz gut Motivationstexte schreiben. Das kann ich. Ich kann Leute aufbauen. Ich kann, das würde ich jetzt mal wirklich mir von mir behaupten. Ich kann Leute mit meinen Worten bewegen. Positiv ist nicht immer nur Eierkopf. Ja, logisch. Also ich denke mal, das traue ich mir zu, ich kann Leute mit meinen Wörtern, die ich aufschreibe, bewegen. Ich kann sie zum Weinen bringen, ich kann sie zum Lachen bringen, ich kann sie motivieren oder zum Nachdenken bringen. Das traue ich mir zu. Ja? Und das sehe ich auch an der Resonanz, was die Leute schreiben. Du darfst nie vergessen, wenn die Leute einen Text von mir lesen, ja, wenn ich einen Text schreibe, habe ich ein Bierchen getrunken oder schon zwei und habe Musik, melancholische Musik laufen, ja, da ist es dunkel, da ist der Fernseher aus und da bin nur ich, mein Kopf und mein Stift. Ja. Und diese Stimmung hat aber jetzt der Zuschauer, wenn der Text fertig ist, ja, und ich baller das raus. Der sitzt dann im Büro und klickt da mal kurz drauf. Der sitzt dann zu Hause, da rennen die Kinder links, rechts, ja, der Hund pinkelt auf dem Teppich, da laufen die Simpsons, im Hintergrund piept die Waschmaschine und dann kommt dann der Danny mit seinem tiefen Zeug, ja, von wegen, ja. Und das ist das Schwierige. Da denke ich immer, ey, ich fühle das gerade total. Ja. Ich habe hier fast geheult, da, wo ich das geschrieben habe. Und ich spalle das jetzt. Ich bin in dieser Stimmung. Mhm. Aber die anderen 1000, 2000 oder 500, sei es drum, Leute, die sind nicht in dieser Stimmung jetzt gerade. Mhm. Und ich habe keine Musik. Ein Rapper oder ein Musiker, wenn er was Trauriges sagt, ja, oder was Fröhliches, die ersten Takte, das ist Musik. Der bringt dich in diese Stimmung. Ob du willst oder nicht. Mit einer Geige kommst du anders drauf als mit einem Bass. Ja? Ja. Und das habe ich nicht. Die Leute haben nur das Bild und den Text. Und wenn dann Leute trotzdem mir schreiben oder E-Mails schreiben, ey Danny, ich habe die Hälfte von deinem Text gelesen, habe ich den PC zugeklappt, weil ich angefangen habe zu heulen, dann das finde ich dann schon, ich meine, ich will nicht, dass die Leute traurig sind. Aber ich merke schon, ob die fühlen es. Ja, genau. Das ist ja, die sind ja endlich ein Tag. Das finde ich dann schon sehr, sehr geil, wenn Leute schreiben, ey, danke. Einfach nur danke dafür, ja. Das finde ich, also, ich muss echt zugeben, am Anfang, ich war so nervös, wenn du einen Text rausbildest. Ein Bild. So ein Stück von deinem Herzen, das ist so anderes, ne? Ein Bild, da bist du halt drauf, im Endeffekt, vielleicht spielst du sogar eine Rolle, nur wenn du halt dann einfach mal so stehst, obwohl du gar nicht so bist, ist ja jetzt nicht so tragisch. Richtig, richtig. Aber so ein Text sagt schon viel aus. Text, du gibst ja ein Stück aus deinem Inneren, ja, und das ist ja auch ein echter Text, den hast du ja nicht Larifari zusammengeschustert, sondern der ist ja auch wirklich, den hast du gefühlt, den fühlst du immer noch und denkst dir auch, ich denke mir oft, ey, gehe ich jetzt gerade zu weit, ist das zu intim, ist das zu, ja. Ich werde immer ein bisschen mutiger, ja, weil die Leute wirklich so toll sind. Ja. Das heißt, ich glaube, ich musste jetzt in anderthalb Jahren erst dreimal was löschen. Warum löschen? Weil da Ausdrücke verwendet wurden, weil da entweder ich angegriffen wurde. Also ach, du meinst Kommentare? Ja, ja, ein Kommentar. Ein Kommentar. Nee, Texte nicht. Nee, aber ein Kommentar so. Ja, gut, das ist ja eigentlich, sag ich mal, wenig. Wenn du bedenkst, wie viele Leute auf der Seite immer sind, ne? Das drei Kommentare sind wenig. Wenn du überlegst, das so gut. Im Schnitt pro Text 50 Kommentare. Ja. Ein Bild pro Woche sind 200 Kommentare im Monat. Rechne mal hoch. Und davon drei, lass es mal vier gewesen sein, ja? Ja. Ist das eine ganz gute Prozentzahl, ja? Und, das war auch nicht mehr gegen mich. Manchmal haben die sich untereinander, dann haben die sich angegiftet. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, ey, komm Leute, macht das, habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Ja. Aber ich bin oft sehr, wenn ich einen Text schreibe, so wenn ich ein frohes neues Jahr wünsche oder so, alles cool. Ja. Aber wenn ich dann wirklich so ein Liebesgedicht oder so oder einen harten Text rausballe, ich rufe dann immer meinen Fotograf an. Was dann Tobi? Nervst den immer noch. Ohne Scheiß. Ich mein, ey, ich hab was richtig Geiles. Ich flenne hier gerade. Ey, ich schwör's dir, ich hab hier gerade Gänsehaut. Da kannst du in den Nas mit popeln. Weißt du, was ich meine? Ja? Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Spur zu weit ist. Ja? Dann sagt er, Danny, hau raus. Ja? Ich komm, ich mach's einfach. Und wenn dann so die ersten drei, vier Kommentare kommen, die sind dann wirklich überwiegend positiv. Dann denke ich mir, okay, komm, du hast nicht so daneben gehauen. Ja. Ja? Die Leute fühlen es. Und das finde ich ganz. Das ist eine Riesenehre für mich, weil ich das nie gedacht hätte, dass diese Lyrik, die ich schreibe, dass die überhaupt mal, dass ich jemand anderem zeige und dann noch so viel und dass sie auch so gut ankommen. Das ist ein Riesenkompliment. Das werde ich auch, egal wo es jetzt noch hingeht, auf die Seite, ob ich den im Monat zumache oder nicht, also das würde ich immer in meinem Herzen tragen. Das werde ich auch meinen Kindern erzählen, wenn ich mal welche haben sollte oder sonst. Also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ja. Das merken, zu Recht. Finde ich schön, das ist sehr schön. Schön, sehr schönes Gefühl, ja. Super.
Ich möchte nochmal einen Schuss. Mhm. Darauf stoßen wir auf jeden Fall an. Definitiv. Bevor es leer ist. Sorry. Ach, weißt du, was ich gemein. Ach, schön. Jetzt bin ich richtig gut gelaunt. Ich freue das immer, wenn jemand so mit Herzblut erzählt. Ja. Ja, und das machst du sehr, sehr oft. Das gefällt mir. Also, ob es die Hunde sind oder die Lyrik. Wie ist das denn? Also, du hast mir jetzt gesagt, du hast die Tür gemacht. Dann jetzt bist du Fotomodell, bist in den Videos, machst deine Lyrik. Mhm. Kommt da denn auch was bei rum? Also kannst du davon leben oder was machst du jetzt genau beruflich? Das ist dein Beruf. Das ist momentan mein Beruf. Schön. Ich weiß nicht, was in 5-6 Jahren ist, man ist ja auch nicht jünger, sage ich mal, ja. Aber momentan komme ich sehr gut zurecht. Was mich persönlich ein bisschen stört, ist halt diese Ungewissheit. Man hat halt nicht... Man hat in dem Sinne kein festes Einkommen. Ja, es gibt keine wirkliche Abkommen. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwo in der Bank arbeite oder whatever, ja, irgendwo, da kann ich, da weiß ich, ich verdiene meine 1.300 im Monat. Und da weiß ich genau, ich habe im Mai so und so viel verdient. Ich kann pro Monat 500 Euro weglegen und dann kann ich im Juni wegfliegen in den Urlaub oder sowas, ja. Und das kann ich halt nicht, ja. Also ich kriege Aufträge rein und die sind wirklich auch, von Anfang an muss ich echt sagen, auch echt sehr gut bezahlt. Also da muss ich... Das ist ein ganz anderes Business als vorher, als im Sicherheitsdienst, ja. Und auch viel ruhigeres, ja, und sicheres auch, ja. Also früher habe ich bis 6 Uhr morgens vor irgendeiner Disco gestanden, habe mir den Arsch abgefroren, ja, habe gezittert und kam mit einer Anzeige raus, dass ich nach Hause. Heute fahre ich in irgendeine andere Stadt, mache ein paar Bilder, ja, werde meistens noch zum Essen eingeladen und von nach Hause kriege noch ein paar geile Bilder, die ich mir an die Wand hängen kann. Und, weißt du, was ich will? Also das macht mir wirklich einen Spaß. Nur, ich kann halt jetzt nicht großartig rechnen. Es kann sein, dass ich heute einen Auftrag reinkriege. Ja. Kann auch sein, dass es 2 Wochen lang gar nichts gibt, ja. Ich nehme mir jeden Tag vor, Danny, mach doch mal eine feste Uhrzeit, jeden Tag, sagen wir von 11 bis 12 oder so, wo du dich am PC setzt und Bewerbung losschickst, wo du ein paar Bilder an Firmen schickst, Klamottenfirmen, Musik, Videoproduktion oder so, ja. Da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen faul. Ja. Wenn ich da ein bisschen ehrgeiziger wäre und sagen, wirklich jeden Tag mal 10 Bewerbungen losschicken würde, würde natürlich auch, ja. Ja. Also, aber das ist jetzt auch kein Job, um reich zu werden oder so. Es macht mir Spaß. Ja. Das ist die Kooperation mit meinen Fotografen funktioniert super, ja. Also die hören sich meine Ideen an. Die Bilder auf meiner Seite sind, ich glaube, jedes Bild ist 95 sind meine Ideen, die Themenbilder. Ob es jetzt Antirassismus ist, wenn ich einen Afroamerikaner umarme oder wo ich ein Bild habe, wo ich im Vordergrund auf den Boden gucke, im Hintergrund meint eine Frau. Oder Bilder mit den Hunden oder die Themenbilder. Also das sind meine Ideen. Ich sitze zu Hause, habe da immer so ein Block Papier und in jedem mein Zimmer, sogar in der Küche, nur im Bad nicht. Schlafzimmer, Esszimmer. Schade, du machst zuletzt auch gute Ideen. Ja, nee. Oder unter der Dusche so ein Wasserfest. Das singe ich immer. Da kam jetzt noch nicht die Erleuchtung, aber muss auch irgendwann mal sehen können. Aber oft, wenn ich im Bett liege, früher hatte ich in meinem Nachtkästchen hatte ich keinen Stift, sondern lag ich da im Bett und denke ich mir so, bing, ich komme dann so wie im Comic die Glibbe über dem Kopf. Ja. Und ich bin so, geil, dann habe ich mir da immer so irgendwas in den Weg geschmissen, so ein T-Shirt, so in den Weg, was mich am nächsten Morgen stört, dass es mir einfällt wieder. Mittlerweile habe ich einen Notizblock in meinem Nachtkästchen. Genau, weil wenn dann 10 Ideen kommen, was willst du noch alles schmeißen? Hast du nachher keine Kissen mehr im Bett? Ja, so viel kommen auch nicht, schön wäre es. Mittlerweile, es wird ja auch immer schwierig. Darfst du nicht vergessen, ja. Also wir bringen pro Monat 4 Bilder raus, jeden Freitag 1 und versuchen uns da auch mal ein bisschen abzuwechseln. Es ist ja, ich sag mal so, die Tierbilder kommen am besten an und die machen mir auch am meisten Spaß. Aber nicht nur. Mhm. Ich möchte nicht nur Bilder mit meinen Hunden machen. Ich liebe diese Bilder, ich kann da gern was drauf schreiben, ja. Aber man will ja nicht mehr selber machen, ja. Wenn du, sagen wir, Musiker bist, du willst ja auch nicht nur Liebeslieder machen. Du willst ja auch mal was Schnelles machen oder... Ja, und ich habe auch immer so Phasen. Es gibt Phasen, da mache ich gerne Tierbilder. Dann habe ich eine Zeit lang Lust auf Liebesbilder, weil da kannst du echt geile Sachen drauf schreiben. Da kannst du richtig Herzschmerz schreiben. Ja. Ja. Will ich aber auch nicht nur machen. Klar. Ja. Dann gibt es, was ich immer gerne schreibe, ist vor Silvester, so Motivationstexte und so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Mhm. So nachdenklich. Man hat immer so Phasen. Und so ein Gast. Zeiten, wie man sich heute auch selber fühlt. Und letzte Woche zum Beispiel, da ging es mir richtig, ich war richtig gut, ich habe wieder mit Training angefangen. Auch wenn man es nicht sieht. Doch. Aber ich habe mich früher so gefühlt, ja. Und Solario, der ganze Kasper-Kram, der dazu gehört, ja, gesunde Ernährung. Und habe dann geguckt, ich wollte unbedingt was ausprobieren, weil es macht mir richtig Spaß.
Es ist ja, ich weiß, dass die Leute nicht alle, aber es gibt so ein sag ich mal, so einen festen, harten Kern von Followern, die halt wirklich drauf warten, die mich auch schreiben. Ich freue mich schon seit Mittwoch auf Freitagsbild und bin gespannt. Also du hast immer feste Zeiten, ne? Ich versuche immer jeden Freitag um 17 Uhr. Mhm. Ja, ich setze mich dann um 15 Uhr dran. Das Bild steht meistens schon vorher fest, wenn es klappt alles. Ja. Und den Text, es kommt drauf an. Im Winter kann ich mich öfter hinsetzen, weil es dunkel ist draußen. Mhm. Da kann ich auch besser schreiben als im Sommer, wenn ich draußen die Kinder Fußball spielen höre. Und da bist du auch im Schwimmbad oder im Studio. Da bist du auch viel mehr draußen. Ja, ja. Also im Sommer habe ich voll die Schreibblockade. Muss man im Winter vorschreiben. Sozusagen. Ich habe noch ganz viele. Ich habe so ein Ding mit alten Texten. Zehn Jahre, weißt du? Ja, ja, irgendwas finde ich immer. Und ich versuche es immer freitags 17 Uhr. Mhm. Manchmal auch, jetzt auch 18 Uhr, wenn ich mir nicht ganz sicher bin oder wird noch ein bisschen getüftelt oder ich kriege ein Bild geschickt. Meistens habe ich die Bilder spätestens bis Donnerstag Nacht. Aber manchmal finde ich halt noch, ich bin auch oberpingelig, wenn ich da noch einen kleinen Fehler finde. Boah, guck mal hier, das rote Auto da hinten, das stört, kann man das nicht schwarz machen? Oder hier habe ich schon einen roten Fleck vom Kran, was weiß ich, weil ich bin stimmen. Ja, da gehe ich den Fotografen manchmal ganz schön auf den Keks. Ich merke das, es tut mir auch leid. Aber du willst halt, was draußen ist, ist draußen. Ja? Du kannst ja nicht eine Woche später dasselbe Bild nochmal raushauen und da ist das Auto hinten statt grün-rot oder was weiß ich. Ja? Ich finde, da muss man sich auch schon Mühe geben. Und ja. Warte mal, ich muss ganz kurz, mir wird es ein bisschen kühl. Ja. Und dann gibt es noch eine Malerin, Tätowiererin aus der Schweiz, die damals auch meine Bilder und Texte, also die Kombination von beiden, so schön fand, dass sie das gemalt hat, ja? Und den Text dazu auch mit aufs Bild gemalt hat. Schön. Ich habe das hier. Können wir es kurz zeigen? Ganz zufällig. Ich habe das hier ganz zufällig. Habe ich das eins von den Bildern. Es gibt mehrere. Ja. Das heißt, das ist komplett gemalt. Ja. Von einem Foto abgemalt. Mhm. Und der Text ist von mir. Und das war natürlich damals eine riesen Überraschung für mich. Hat sie dir das einfach geschickt, oder? Das hat sie mir so. Also ich habe das vergrößern lassen, aber das Bild hat sie mir auf meine Seite geschickt und an dem Tag war ich auch gerade richtig. Da war irgendwas, ich weiß ja mehr was, ja. Das ist die Alba Nadalin aus der Schweiz und ich war, irgendwas war an dem Morgen, ich war nicht so gut drauf. Ich gehe in meinen E-Mail-Account und gucke so ein bisschen, bing, denke ich mir, hey, das ist doch ein Foto. Nee, das ist gemalt, krass, mit meinem Text noch, ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut und dann Weihnachten habe ich noch eins bekommen, richtig in Leinwand. So groß, das hängt da hinten an der Wand, kann ich jetzt nicht zeigen, das hängt direkt aufgehängt und es ist halt eine riesengroße Ehre, dass ich Leute gerade, die aus einem anderen Land, noch nicht mal aus einer anderen Stadt, und aus einem anderen Land kommen, plus Text, ja, und das noch malen und dir das auch noch schenken, ja, also das ist, da freut man sich, wenn ich mir überlege, wo ich vor 5 Jahren war, was ich da für Kasperei gemacht habe, ja, und heutzutage, ja, schreibt man, es ist wirklich nicht oft oder so, aber angesprochen wird man halt schon. Mhm. Einmal so am Tag, ja, es kommt davon, wo man sich bewegt, wenn ich jetzt hier im Wald spaziere, natürlich nicht, als wenn ich jetzt irgendwie in die Stadt gehe oder so, obwohl das Wald ist auch schon mal passiert, aber nur einmal nur. Ja. Lustig. Das war aber hier in der Gegend. Ah, ja gut, ich sag mal so, die Tierfreunde-Szene, sage ich jetzt mal, so die Hunde-Szene hier in der Stadt, ist man kennt schon ein bisschen untereinander, ja, und da wird ein Bild gepostet und manche Bilder wurden 1000 bis 2000 Mal geteilt. Ja, also nicht oft, es gab so 2-3 Mal gab es, aber es gab schon Bilder von mir, die halt ja um die 2000 Mal geteilt wurden. Und dann ja, hat sich das halt ein bisschen rumgesprochen. Mhm. Und wenn dann plötzlich Poster an der Wand hängen oder man kriegt Bilder geschickt, die gemalt wurden oder wird von irgendeinem Jüngeren angesprochen oder es wird oft honoriert, also das hätte ich auch gar nicht gedacht. Also gerade weil so viele Texte auch intim sind und so gütevoll, so versuche ich das zumindest rüberzubringen, hätte ich eher gedacht, dass es auch vielleicht ein paar Leute gibt, die Güte mit Schwäche verwechseln, ja? Ja, aber ich glaube, das passiert bei dir nicht so schnell. Ich weiß es nicht. Aber ich muss wirklich sagen, auf jeden Fall, wenn, würdest du das schnell wieder gerade. Ja, das ist dann hast du schon die Power. Das gehen wir schon hin. Ja, aber die Resonanz ist wirklich überwiegend positiv. Ja. Ich meine, man präsentiert, was
persönlich ist. Jeder Mensch ist individuell, ja. Und man kann es halt nicht jedem recht machen. Ja. Wenn ich zu tätowiert bin, gibt es ein paar Menschen, die das cool finden. Mhm. Ja. Gibt auch Menschen, die können damit überhaupt nicht klarkommen. Ja. Und wenn ich jetzt zu, egal wie lieb du dann lächelst. Und ja, man kann es halt nicht jedem. Man ist ein spezieller Typ, man ist auch ein extremer Typ. Mhm. Ja. Also man ist nicht nur mal der, nicht hier nur ein Tattoo. Ja. Und man hat ja den ganzen Körper voll. Und manche Leute fahren da extrem drauf ab. Mhm. Und manche halt auch extrem überhaupt nicht. Ja, ja. Also es gibt bestimmt Frauen, denen wäre schon ein Tätowierung hier zu viel. Ja. Logisch, ja. Und genauso wäre es, wenn man jetzt hier in irgendeinem braver Kerlchen mit Brille und Farbausschnitt und Mittelscheide, da gibt es auch Frauen, die fahren voll auf dieses Seriöse ab, ja, dieses bodenständige, seriöse, brave. Da gibt es hier ein paar Mädels, die können damit gar nichts anfangen. Ja. Man kann es halt nicht dem recht machen und will ich auch gar nicht. Nee. Muss man auch gar nicht. Nö. Immer so, wie man es selber am liebsten mag, weil was soll man sich verbiegen? Irgendwie gehört es eh immer nicht, da kann man besser direkt das machen, was man selber möchte. Ja, ich sag mal so, der Ton macht die Musik, also man kann es nie jedem recht machen. Ich versuche mich auf alle Fälle, ich sag mal so, respektvoll Menschen gegenüber zu treten, ja. Und meistens kommt es auch zurück. Also das, was man sät, das erntet man. Nicht immer, aber oft, da merke ich wirklich wieder. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Das finde ich eigentlich gerade ein sehr schönes Schlusswort, weil du möchtest noch was sagen. Du hast aber sehr viel erzählt. Ich glaube, man hat einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck von dir bekommen. Dankeschön. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dankeschön, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Hast du noch was du sagen möchtest? Oder sollen wir einfach noch einmal anstoßen? Und beim Anstoßen bin ich generell öfter dabei. Ja, sehr gut. Okay, vielen Dank. Ich bedanke mich. Einfach noch in den Arm. Sehr gerne. Für mich besser gesagt. Ich bin ein bisschen kleiner. Dankeschön. Muss ich mal ganz kurz machen. Ich muss so doll auf Toilette. Bevor ich dir gleich nicht mehr zu. Alles klar. Tut mir leid. Überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall auch laufen, Spaß haben. Okay. Egal, mache ich schon irgendwie alles, ne? Ja, ja. Ich habe ein bisschen mit ihrer Schminke drauf, gut ist. Warte mal. Ja. 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 Ja.